Tag. Ja, also wir werden heute den Tag oder den Nachmittag am See verbringen. Wir waren heute Morgen schon fleißig sportlich unterwegs, waren mit den Rädern schon auf dem Markt und ich bin anschließend noch joggen gegangen und Max ist ein bisschen Fahrrad gefahren. Und jetzt warten wir gerade auf Anna und Mario und werden dann mit den beiden in Harz fahren. Und dort werden Max und Mario ein bisschen Stand-up-Paddling fahren und Anna und ich werden uns ganz gemütlich auf die Decke setzen und ein wenig quatschen. Nur jetzt ist leider alles bewölkt. Bis eben schien so richtig doll die Sonne und es war so heiß. Und jetzt ist leider alles wolkig. Aber vielleicht zieht es ja wieder auf. Ja, wir sind jetzt an der innersten Talsperre angekommen und das Stand-up ist aufgepumpt. Ich bin fix und fertig. Ja, Mario und Anna sind auch dabei. Und Mario, der ist auch ein bisschen schwitzen gekommen. Obwohl, nee, bei ihm geht's noch. Kein Problem bei ihm. Aber ich, ja. Und mal gucken, wie das klappt. Ne? Bin gespannt, ich freue mich. Ich mir auch. Mega coole Idee von Max, ein Bild zu machen mit dem Stand-Up-Paddling-Board. Nur doch passt das Verhältnis nicht so ganz. Also das Board ist ein bisschen zu groß für Max. Aber vielleicht kriegen wir da doch ein ganz cooles Bild. Thank you.
Hallo. Hallo. Ja, wir hatten einen richtig, richtig schönen Tag mit den beiden gehabt. War komplett Hammer. Das Wasser, das SUP-Fahren hat auch richtig Spaß gemacht. Das konnte ich jetzt ja endlich mal testen und es hat sogar richtig, richtig gut geklappt. Auch zu zweit hat das sehr viel Spaß gemacht und das ging auch sehr gut. Und das sah dann so aus, Mario saß vorne und Max hat die ganze Zeit gepaddelt und beide haben sich gefreut. Kann man gar nicht sagen. Und Anna und ich lagen da zwischenzeitlich auf der Decke und haben uns gefragt, wo die beiden abgeblieben sind. Ich glaube, es war wirklich mal, dass wir euch eine Stunde oder so überhaupt gar nicht mehr gesehen haben. Wir haben uns sind einmal komplett da rumgepaddelt. Ja. Also komplett einmal am Rand, einmal außen lang. Erst hatte Mario angefangen, aber der hatte schon morgens hart trainiert und da hatte ich gesagt, komm her Mario, jetzt ruh dich mal aus. Genau, da hattest du eine Runde mit beiden. Ja, genau. Ja. Und dann dachte ich, jetzt darf ich auch mal ein bisschen paddeln. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Da ist die Umgebung auch sehr, sehr schön. Können wir nur empfehlen. Außer die Steine, die sind ein bisschen störend, aber wenn man da solche Schuhe hat, dann klappt das auch sehr, sehr gut. Und von uns aus ist es ja gar nicht weit weg. Von daher sehr, sehr gut. Das war übrigens die innerste Talsperre, das hatten wir ja gar nicht erwähnt. Ach so, stimmt. Ja. Ja. Und jetzt sind wir gerade dabei. Ich muss mich hier die ganze Zeit im Gesicht rumfummeln, weil hier die ganze Zeit irgendwelche Gewitter sehr, sehr warm, unterwegs sind. Jetzt sind wir aber gerade dabei, zwei Geburtstagsgeschenke zu basteln. Und zwar hat meine Mama heute Geburtstag und ihr wollen wir einen Blumenkranz machen. Den Ring haben wir jetzt gerade schon angesprüht und wir werden jetzt warten, bis der trocken ist und dann werden wir die Blumen dran machen. Und Max hatte da noch was für Laura André gemacht, weil André hatte auch Geburtstag. Und wir waren ja mal bei denen im Van und hatten uns da mal umgeschaut. Und da ist uns aufgefallen, dass die so Namensschilder bei deren im Badezimmer, kann man das Badezimmer sagen? Naja, also auf jeden Fall haben die so zwei Handtuchhalter, also so Haken. Und da hatten die dann Aufkleber dran und die haben sich so leicht gelöst. Und dann hat Max sich direkt gedacht, da könnte man doch eine coole Alternative basteln. Irgendwas Cooles könnte man da bestimmt mal machen. Und ich habe mir mal vor ein paar Monaten meinen Laser geholt. Bisher habe ich immer nur graviert und noch nie was so mit ausgeschnitten so richtig. Oder ausgelasert heißt das ja. Und das möchte ich heute mal probieren. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Genau. Und ich kann nicht mehr halten, weil ich zitter schon die ganze Zeit. Ja, so schwer die Kamera. Das sieht man so extrem. Das Ganze hier hat leider nicht so gut geklappt. Das habe ich mit 5 mm MDF-Holz gemacht. Dadurch, dass das Holz beinahe so ist wie Pappe irgendwie, sind ja auch nur zusammengepresste, verleimte Späne. Und dadurch ist das auch nicht so stabil und dann reißt das sehr, sehr schnell aus. Hier sieht man das zum Beispiel auch, finde ich ganz gut. Das ist ja echt beinahe so wie Pappe. Und ja, das hat nicht so gut geklappt. Jetzt werde ich das Ganze nochmal mit einem anderen Holz probieren und hoffentlich funktioniert das dann. Thank you.
Tanz ist jetzt fertig. Wir haben ganz schön lange gebraucht, also ich glaube so 1,5 Stunden. Ja, ich glaube auch. Ja, aber uns gefällt er super, super gut. Wir würden ihn am liebsten behalten. Ja, aber ich denke mal, wir basteln noch mal einen für uns, ne? Hier zu Hause. Wir haben schon mal einen gebastelt, aber für uns haben wir bisher noch keinen gebastelt. Genau, nur für andere. Und die Kamera und das Handy ging einfach aus, weil es draußen zu heiß war. Deswegen könnt ihr jetzt nicht ganz sehen, wie wir komplett fertig geworden sind. Ja, heute ist es einfach richtig warm, obwohl es jetzt sich bewölkt. Ich schätze mal, dass es noch gewittern wird. Mal gucken. So, der Schriftzug André und der andere Schriftzug Laura ist jetzt auch fertig. Wir hatten das Ganze jetzt noch lackiert. Es ist mega filigran und mega dünn, also muss man extrem doll aufpassen. Aber es sieht auf jeden Fall, ich weiß nicht, sieht es gut aus? Also sieht man es? Ja, man sieht es sehr deutlich. Ja, ich finde es richtig, richtig cool, richtig schick und bin schon ganz gespannt, was die beiden sagen und ob es auch von der Größe her hinpasst. Aber ich glaube, das sollte eigentlich ganz gut aussehen. Wir werden jetzt losfahren zu meiner Mama. Wir müssen uns jetzt beeilen, noch schnell alles ins Auto bringen und dann geht's los. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Genau, also bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.